So, nochmal eine kleine Bastelei zwischendrin. Und zwar habe ich ja häufiger den hier gezeigt. Das ist das Projekt Volkszähler. Das ist eine Methode, wie man numerische Daten, die über Zeit verteilt sind, grafisch aufbereiten kann. In dem Fall haben wir hier die Wetterdaten vom BME 280. Das ist jetzt also Luftfeuchte, Temperatur und hier oben der Luftdruck. Das klappt auch relativ gut mit dem Ding hier, allerdings manchmal gibt es da so ein paar kleine Dinge, die mir hier bei dem auf den Keks gehen. Auch wenn es viel gut macht, es macht halt nicht alles gut. Zum einen, was ein bisschen nervig ist, ist hier, wenn man ein gewisses Datum ansteuern möchte, ja, man kann vor, zurück gehen oder solche Sachen. Aber ansonsten ist da hier die Navigation ein bisschen, naja, auch wenn so reinzoomen und so natürlich ganz gut funktioniert. Was mir auch noch ein bisschen auf den Keks gegangen ist, ist hier oben zum Beispiel, wenn wir uns den Luftdruck angucken, ja, der sieht halbwegs gerade aus. Ja, was soll er auch machen? Der ist irgendwo bei 1023 oder sowas momentan und die Skala fängt zwingend bei 0 an. Das sind zwar alles Sachen, da kann man bestimmt im Quelltext so rumhantieren, aber ich habe an anderen Stellen ein anderes Graphing-Tool im Einsatz. Das nennt sich Grafana. Das ist eher so hier Hipster-Ecke oder so. Das ist in irgendeiner neuartigen Programmiersprache geschrieben und hat auch seine Ecken und Kanten, ist nicht allzu schön aufzusetzen. Trotzdem, ich möchte euch mal kurz zeigen, wie man hier die Volkszähler-Daten, die ja schon vorliegen, mit Grafana anzeigen kann und so dann das als Alternative für dieses Frontend benutzen kann. Was er natürlich braucht, ist ein Linux-Server, wie üblich, zumindest mal, wenn es nach mir geht. Ich weiß nicht, ob es auch eine Windows-Portierung gibt. Und da bemüht ihr am besten euren Paketmanager. Wir gucken, da ist Grafana meistens mit dabei. Hier zum Beispiel unter Arch Linux ist das Ganze im Repository drin. Heißt also direkt bei der Distribution dabei. Auch bei anderen Distributionen sollte man das üblicherweise finden. Wo ihr ein bisschen aufpassen müsst, teilweise werden veraltete Versionen mitgeliefert, die können kein MySQL als Backend. Das geht dann natürlich nicht. Dann einfach mal auf der Webseite von Grafana gucken. Da gibt es für einige Distributionen Repositories, die man selber hinzufügen kann. Und im Notfall kann man es per Hand installieren. Für meinen Fall, also Arch Linux hat eine aktuelle dabei, Gentoo hat eine aktuelle dabei. Und wenn wir auf der Webseite hier unter Get Grafana gucken, dann finden wir hier für Debian fertige Deb-Dateien und auch sonst eigentlich alles direkt fertig. Deswegen werde ich die Installation groß jetzt nicht zeigen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr es über die Distribution oder über die Deb-Datei entsprechend installiert habt. Nach der Installation ist das normaler Daemon, das heißt bei den aktuellen Systemen, die systemd verwenden, systemctl, start, Grafana. Je nach Distribution, etc. initd, Grafana oder ähnliches. Und das war's dann schon. Können wir nochmal gucken. Grafana, Status, sieht gut aus. Active Running. Wenn ihr das Ganze dann gestartet habt, dann sollte der auf dem Port 3000 per HTTP erreichbar sein. Ich habe jetzt hier einfach mal das Log aufgemacht, weil ich gucken wollte, wie weit er ist. Und das können wir dann entsprechend im Browser aufrufen. Und theoretisch solltet ihr dann diese Webseite hier bekommen. Und da müssen wir uns anmelden. Wir haben noch gar kein Login festgelegt. Ja, ist richtig, aber glücklicherweise gilt der Default. Das heißt, Benutzername Admin, Passwort, ratet mal, Admin. Glücklicherweise sagt er dann auch direkt, wir sollten eventuell ein Passwort festlegen, also machen wir das auch mal. So, wenn wir das getan haben, kommen wir hier auf dieses Home-Dashboard. Wir kriegen jetzt hier schon diverse Sachen, die wir tun sollten. Und das erste können wir auch direkt machen, Add Data Source. Data Source ist irgendeine Datenbank im Hintergrund, die ganzen Daten speichert. Da gibt es verschiedene. Es gibt welche, die gehen gut, es gibt welche, die gehen eher schlecht. Wir sind hier ja schon relativ stark festgelegt. Von denen, die ich empfehlen würde, InfluxDB ist eine relativ gute Time-Value-Database. Allerdings gibt es da ein bisschen Probleme oder es werden nicht alle Funktionen zwischen Grafana und InfluxDB unterstützt, um sauber mit runterskalierten Daten, nenne ich es mal, arbeiten zu können. Das heißt, es ist nicht möglich zu sagen, okay, nach irgendwie einer Stunde machst du nicht mehr sekündliche Werte, sondern einen Durchschnitt von X. Das geht zwar theoretisch in InfluxDB, lässt sich aber nur schwer in Grafana abbilden. Das zweite, was ich jetzt hier nicht installiert habe, das müsste man nachinstallieren, ist SimpleJSON. Das kann man dann verheiraten mit RRD-Tools. RRD-Tools ist so eine relativ bekannte Datenbank, um Metriken zu erfassen. Oder ja, Datenbank ist es eigentlich nicht, es ist eine Datei auf der Festplatte. Klappt relativ gut, allerdings ein bisschen eingeschränkter Funktionsumfang. Wir wollen jetzt hier MySQL verwenden, weil, wie gesagt, wir wollen ja
den Volkszähler, die Volkszähler-Backend-Daten da nutzen. Und dabei müssen wir hier eingeben, Host, Database, User und Passwort. Und hier kommt schon eine Warnbox, wir sollen die Berechtigungen entsprechend setzen, sodass nur Select möglich ist, weil sonst könnte man da SQL-Injection machen und das wollen wir ja natürlich nicht. Also kümmern wir uns mal um den entsprechenden Benutzer. Dazu bin ich hier auf meinen Server gegangen, in dem Fall mit phpMyAdmin. Dann oben einmal auf den Tab Benutzerkonten und da gibt es hier Benutzerkonto hinzufügen. Hier können wir entsprechenden Benutzernamen vergeben, zum Beispiel VZ Grafana. Host reicht meistens local und dann können wir ein Passwort generieren oder eingeben, je nachdem, was euch lieber ist. So, unten gibt es dann verschiedene Sachen, die sollten wir dann uns noch anschauen. Erstmal, wir können eine Datenbank erstellen mit demselben Namen. Das hilft uns jetzt nichts, wir wollen ja die bestehende. Wir können sagen, wir wollen alle, die mit dem Benutzernamen beginnen, wollen wir auch nicht. Und wir können globale Rechte vergeben, das wäre für alle Datenbanken. Das alles nein. Wir lassen das einfach frei, klicken auf OK, sodass man erstmal anlegt. Haben dann hier oben auch nochmal die Info, der Benutzer wurde hinzugefügt und dieser ganze Befehl, wie das Ganze aussieht, wenn ihr das auf der Konsole machen wollt. Und haben hier jetzt offen die Rechte. Rechte ändern, das sind wieder die globalen Rechte, die wollen wir nicht. Wir wollen pro Datenbank, deswegen gehen wir einmal hier rein. Und in der Liste hier unten, da wählen wir einmal den Volkszähler aus. Klicken auf OK. Jetzt können wir hier datenbankspezifische Rechte vergeben. Beispielsweise, dass Select für diese Datenbank erlaubt ist. Theoretisch würde es auch reichen, auf gewisse Tabellen das zu beschränken. Aber ich lasse das jetzt erstmal hier so. Machen wir mal OK. Wurden geändert. Das sieht schon mal gut aus. Grant Select on Volkszähler Stern an VZ Grafana at Localhost. Das können wir dann jetzt entsprechend im Grafana hinterlegen. Host ist Localhost 3306, das kommt hin. Database Name, Volkszähler, der Benutzer und das Passwort. So, machen wir mal Save and Test. Also, einen Namen müssen wir noch vergeben. VZ. Und Database Connection, okay. Das klingt gut, also er hat auf jeden Fall mal eine Verbindung bis zu unserem MySQL-Server. Soweit so gut. Dann können wir mal wieder hier auf das Dashboard gehen. Und jetzt gibt es hier den nächsten Punkt, New Dashboard, den wir jetzt eigentlich machen sollen. Das ist jetzt der Punkt, wo es dann spaßig wird. Hier können wir Graphen, Statistiken, Heatmaps, jede Menge Zeug machen. Ich werde jetzt einfach mal bei Graphen bleiben. Einmal draufgeklickt, jetzt haben wir hier so ein sogenanntes Panel. Das ist im Prinzip ja ein Graph. Den können wir auch hier überall positionieren, je nachdem, wo wir das haben wollen. Wir können die Größe ändern, wenn wir sagen, okay, wir wollen das über die volle Breite haben, können wir das natürlich tun. Und von der Höhe muss man dann gucken. Die Breite passt sich an die Browserbreite an, das heißt, wenn ich den Browser schmäler mache, dann wird auch das hier automatisch schmäler, die Höhe nicht. So, leer ist jetzt doof, also gehen wir mal rein, sagen Edit. Und jetzt sind wir hier im Editor drin. Ja, da wird es ganz spaßig. Fangen wir am besten mal vorne an. Wir wollen hier Wetter. Machen die Achsen. Ich sehe gerade, wir haben leider nur ja zwei zur Verfügung hier. Dann machen wir erstmal hier die Temperatur. Gucken wir mal, ob wir da etwas haben. Temperature in Grad Celsius. Und rechts machen wir die Luftfeuchte. Haben wir die irgendwo? Ja, da. None Humidity in Prozent H. Klingt gut. Jetzt sehen wir schon, er hat hier die entsprechenden Angaben gemacht. Rechts zeigt das noch nicht an, weil wir noch keine Daten dafür haben. Können noch eine Legende dazu machen. Ne, Total brauchen wir nicht. Max Current Table to the right. Und dann kümmern wir uns mal um die Metriken. Die stehen jetzt hier. Das wird sehr spaßig. Prinzipiell ist das hier abhängig von der Data Source, die wir haben. Im Falle von MySQL haben wir jetzt hier einen normalen SQL-Eingabewert. Bei RAD oder Simple JSON, da kriegt man einfach nur eine Auswahl, welche RAD soll es denn sein. Mehr kann man da leider nicht machen. Bei InfluxDB hat man, von denen, die ich kenne, die höchste Funktionalität. Da kann man dann wirklich noch Mathe drin machen und Dinge zusammenrechnen. Und wie gesagt, leider bin ich da noch nicht so weit gekommen, dass ich es sinnvoll hinbekomme, da mit der Zeit die Daten runter zu skalieren, sodass sie nicht mehr so viel Plattenplatz belegen. Nun gut, ich versuche mal hier gerade einen Select zusammenzustellen, dann gucken wir gleich mal. Zum Zusammenstellen mit Volkszähler, da brauchen wir erstmal die Kanal-ID, das ist nicht die UUID. Am einfachsten geht das, indem man in die Tabelle Properties guckt und da gibt es dann hier den P-Key-Title und bei Value steht entsprechend der Name drin. Wir wollen jetzt die Temperatur und Temperatur ist in dem Fall die Entity-ID 33. Das ist die, die wir benötigen.
Die muss man also so merken und dann holen wir direkt die Luft feuchte, ist 35, merken wir uns auch noch. Mit der können wir uns dann jetzt in der Tabelle Data rumsehen. Und zwar, hier sehen wir einen Wert Channel ID. Das ist in dem Fall die 33, die wir gerade festgestellt haben. Ansonsten, was es gibt, ist ID, das ist eine hochlaufende Zahl, einfach nicht beachten. Timestamp ist die Unix-Zeit. Allerdings mal 1000. Das heißt, im Gegensatz zum normalen Unix-Timestamp, das sind die Sekunden seit den 01.01.1970, 0 Uhr UTC, ist das hier dann die Anzahl der Millisekunden seit dem Datum. Da muss man ein bisschen umrechnen, aber das passt schon. Und ja, Value ist, denke ich, relativ klar. Das ist dann unser Wert. Und eine große Hilfe ist hier bei der Query Inspector. Wenn man sich hier nämlich durchklickt, dann kriegt man auch die SQL-Fehlermeldungen. In dem Fall, wir dürfen From Unix Time nicht ausführen. Was auch kein Wunder ist, wenn man Umix statt Unix tippt, das funktioniert dann nicht so gut. Und so sieht mein Query-Filter dann fertig aus. Kann man noch schöner machen, aber passt schon. Wir holen uns den Timestamp durch 1000 als Zeitsekunden. Das ist das, was hier unten laut Beschreibung benötigt wird an Feldern. Dann holen wir Data Value als die eigentliche Value, Properties Value als Metric. Da kommen wir gleich zu, was das ist. Das Ganze wird geladen aus Data und die Property-Tabelle, die wird dann darauf verknüpft. Wir suchen alles, wo die Channel-ID 33 oder 35 ist und Properties P-Key Titel ist. Und das ist hier oben das, nämlich der eigentliche Titel vom Kanal, der wird hier mitgegeben. Entsprechend als Variable Metric, das ist also die Anzeige. Wir fragen hier also direkt zwei Kanäle gleichzeitig ab und das sieht dann hier oben so aus. Wir haben jetzt hier unsere beiden Werte. AP-Temperatur, AP-Luftfeuchte. Das Einzige, was eventuell noch auffällt, 92 Grad und so Luftfeuchte, das sollte nicht so sein. Das können wir zum Glück hier über Overrides, Series Overrides machen unter Display. Wir können hier nämlich sagen, wir wollen beispielsweise AP-Luftfeuchte und das möchten wir stattdessen auf die Y-Achse 2 und schon haben wir das hier entsprechend getrennt. Das sieht doch schön aus. Wir haben jetzt in Orange die Luftfeuchte, in Grün die Temperatur. Das müsste sich eigentlich hier im Zweifelsfall auch noch irgendwie, hier können wir die Color Change machen. Dann können wir sagen, die Luftfeuchte hätte ich aber gerne in, was weiß ich, Blau. Dann können wir sogar noch einen Override machen und die Temperatur in Rot machen, so wie ich es jetzt meistens habe. Dann sieht das auch alles schön aus. Wir können im Prinzip auch noch jede Menge mehr Mathe und so machen, weil das ist ja alles nur ein SQL-Query. Also das passt schon. Und ja, so können wir hier unsere ganzen Daten visualisieren, die wir aus dem Volkszähler rauskriegen. Wir können jetzt auch noch hier mal rausgehen. Der skaliert das jetzt entsprechend auf das, was wir eben gesagt hatten. Ich ziehe das jetzt mal kleiner, so auf die Hälfte vom Bildschirm von meinem. Und mache mal noch eins dabei. Add Panel Graph. Okay, den hätte ich aber gerne da drunter. So. Auch selbe Breite, denn ich habe ja noch meine Luft, meinen Luftdruck. Den hätte ich gerne auch noch visualisiert. Das mal hier Edit. Theoretisch, also ich hätte es gerne auch in einem Graph gehabt, aber ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich noch mehr Y-Achsen hinzufüge. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwer. Glücklicherweise habe ich ja noch hier meine ganzen Query zur Hand. Das müsste eigentlich ja übernehmen, oder? Yep. Dann muss ich jetzt nur hier hinten ändern, welchen Kanal er holen soll. Ich habe jetzt hier Channel-ID geholt. Theoretisch kann man es auch mit dem Namen machen, aber ich finde die Channel-ID einfacher, als hier AP_Luftfeuchte zu hinterlegen. Wir wollen den Luftdruck, das ist die 34. Machen wir das hier einmal rüber auf die 34 und schon kriegen wir da unsere Werte. Das sieht schon mal gut aus. Wir sehen auch hier, der skaliert automatisch. Jetzt können wir hier noch der Achse sagen, dass das Luftdruck ist. Jedenfalls hoffe ich, dass wir sowas da haben. Pressure, Hektopascal klingt gut. Ja, das sieht doch schön aus. Die Y-Min und Y-Max, die kann man ja einstellen. Das heißt, wenn man sagt, man möchte immer von 0 haben, kann man natürlich auch das machen. Ansonsten, wenn es leer ist, ist das automatisch. Die Dezimalpräzision können wir ebenfalls einstellen, wie viele Nachkommastellen da sein sollen. Generell kann man aber auch das Standard lassen, denn wenn man mit der Maus drüber geht, sieht man entsprechend auch den genauen Wert. Und ja, auch das können wir jetzt im Prinzip speichern. Das passt ja schon. Machen wir noch einen schönen Titel. Und so haben wir jetzt hier unsere beiden Werte visualisiert. Machen wir hier noch die Tabelle dazu mit den ganzen Textwerten. Sieht doch schön aus. Und schon haben wir jetzt hier unsere Wettervisualisierung. Das hier ist jetzt die Visualisierung der letzten 6 Stunden. Was wir machen können, ist zum einen Zoom. Einfach gedrückt halten, ziehen und dann macht ihr das groß.
Oder wir haben hier oben dieses Auswahlfeld, wo wir dann sagen können, okay, ich möchte aber gerne von den letzten 24 Stunden. Dann kriegen wir die letzten 24 Stunden. Ich möchte die letzten 7 Tage. Dann kriegen wir die letzten 7 Tage hier. Was wir auch machen können, wir können hier ein Refresh Every sagen. Das heißt, wir können sagen, okay, alle 10 Sekunden lad die neuen Werte. Und in dem Fall würde er dann immer die aktuellen Werte von jetzt bis von vor 7 Tagen anzeigen. Ja, prinzipiell, man sieht hier auch schön, wie der Luftdruck hoch und runter geht. Wir sehen hier diesen einen kleinen Sprung, als ich da korrigiert hatte. Was haben wir hier? Da war, glaube ich, der Sensor mal aus. Ja, da sieht man auch schön, wenn ich hier mit der Maus drüber fahre, da ändert sich die Uhrzeit nicht und dieser Punkt, der angezeigt wird. Das heißt, für den Bereich liegen keine Messwerte vor, die ja hier dazwischen ist. Es könnte sein, dass ich da mal irgendwie was neu programmiert hatte und ja, daher hier diese Lücke kommt. Wenn wir da reinzoomen, dann sehen wir auch, der füllt das hier so aus. Das kann man teilweise ausschalten. Ich weiß nicht, ob es für MySQL geht, aber prinzipiell denke ich, dass man hier so ganz gut klarkommt. Ja, so kann man jetzt seine Volkszählerwerte hier mit entsprechend Grafana visualisieren. Das können wir natürlich auch noch speichern hier, das Dashboard, dass wir es beim nächsten Mal auch wiederfinden. Wetter. So, wenn wir jetzt hier gucken, wenn wir auf Dashboards Home gehen, und hier recently einen Stern dabei, dann taucht das in jedem Browser auch hier unter Wetter auf. Was man im Hinterkopf behalten sollte, hier diese Webseite, die ist für jeden prinzipiell erreichbar. Das Einloggen mit dem Passwort ist nur hier unten drüber nötig, wenn man die Panel bearbeiten möchte, aber das eigentliche Anschauen geht auch ohne Passwort. Wenn das nicht gehen soll, halt entsprechend netzseitig, entweder eine Firewall davor, Paketfilter oder was auch ganz gut funktioniert, wir sind ja hier auf einem sehr seltsamen Port, man kann beispielsweise einen Apache oder Nginx als Reverse-Proxy davor setzen und der kann dann auch solche Sachen wie HTTP, Basic Auth oder sowas, halt das übliche Zeugs, was so klar ist. Gut, ich würde mal sagen, das tut, was ich gerne wollte.